Du fragst dich, wie das mit der Auslandskrankenversicherung im Ausland abläuft, vor allem wenn du zum Zahnarzt musst. Das ist gar kein Problem, weil ich muss heute selber zum Zahnarzt. Ich habe auf den Chips gebissen und da ist mir der hintere Backenzahn abgebrochen. Ziemlich schmerzhafte Sache und deswegen gehen wir heute zum Zahnarzt und ich zeige dir, wie das Ganze abläuft, wie es beim Zahnarzt ist, wie es mit der Bezahlung ist und wie es mit der Kostenerstattung ist und bei welcher Versicherung wir sind. Also, lass uns losgehen. Heute gehen wir das allererste Mal zum Zahnarzt im Ausland. Mal gucken, wie es ist. Ich bin sehr gespannt, wie das Standard hier ist. Angeblich ist das ein sehr guter Zahnarzt. Wir kommen hier auf Empfehlung, von daher. Guti, wir haben jetzt irgendwie hier so Plastikdinger, nicht mal Plastik, Stoffdinger bekommen für unsere Schuhe, damit wir nicht alles volltreten mit den sandigen Füßen. Das ist hier in Asien auf jeden Fall so gang und gäbe, zumindest hier auf Bali, dass man jedes Mal, wenn man zum Arzt geht, solche Stoffnetzteile über die Füße zieht, damit man hier einfach, glaube ich, keine Bakterien mit reinbringt und auch keinen Dreck verteilt. Also vorab müssen wir auf jeden Fall hier so eine Registrierungsform oder einfach eine Kundendaten ein Blatt ausfüllen. Genauso wie ihr es in Deutschland kennt, wenn ihr zum ersten Mal zum Arzt geht, müsst ihr alle eure Daten da einmal ausfüllen, was für Vorerkrankungen ihr habt oder Medikamente ihr vertragt oder nicht. Und dann ist es wichtig, dass ihr eure Passportkopie oder euren richtigen Pass mitbringt, damit ihr das einmal scannen könnt für deren Kundenakte. Und dann müsst ihr auch noch Geld mitbringen. Entweder bringt ihr eine Kreditkarte mit oder ihr hebt kostenlos am Bankautomaten Geld ab, je nachdem, was ihr habt. Sieht auf jeden Fall richtig clean und gut aus. Also wie so beim Doktor zu Hause in Deutschland. Das erinnert mich echt total an die Ärzte in Deutschland tatsächlich, aber das, was mir auffällt, ist, dass es hier viel mehr Personal zu geben scheint als in Deutschland. Also an jeder Ecke sitzen hier Mitarbeiter und ja, ansonsten sieht es echt gut aus. Ich bin beeindruckt. Total, und das erinnert mich sogar mehr an Kliniken in Amerika. Super viel Platz, super professionell, mehr Personal, also kein Personalmangel. Soweit gefällt es mir sehr gut. Hallo. Ja, hallo. Okay, die Sache ist die, wie ihr im letzten Video gesehen habt, habe ich ja meinen Zahn ein bisschen angeknackst, beziehungsweise ein Stück Zahn ist abgebrochen. Ich habe mir den Zahn abgeknackst gestern. Ich habe nichts. Ich habe nur keine Flipflops. Und das hat er jetzt alles untersucht. Er sagte, der Abbruch ist nicht allzu schlimm, aber daraus resultierte auch ein Crack im Zahn. Also der Zahn fängt an, sich ein bisschen zu spalten oder so. Jetzt werden hier ein 3D-Bild anfertigen von dem Zahn. Also es ist wirklich gut und professionell und ich habe mich noch nie so gut aufgehoben gefühlt. Es ist alles auf Englisch. Die Fliesen sprechen fließendes Englisch. Ich glaube, die haben sogar in San Francisco oder so studiert, der Mann. Also es ist auf jeden Fall sehr gut hier. Aber holt euch eine gute Versicherung. Also nehmt das Premium-Paket, denn dann bezahlen die auch alles für euch. Aber wie das mit der Versicherung läuft, zeigen wir euch später, wie das mit den Belegen einreichen läuft und was sie dann erstattet haben. Aber das kommt dann irgendwann später im Video. Marc ist jetzt gerade hier im Nebenraum und bekommt einen 3D-Scan von seinem Kiefer. Das heißt, dass da einmal genauer geschaut wird bei dem Scan, was genau das Problem an dem Zahn ist, weil er ziemliche Schmerzen am Zahn hat. Der Arzt hat uns das empfohlen, das direkt machen zu lassen. Und er hat jetzt gerade auch schon mit der Versicherung telefoniert, um zu fragen, inwieweit er das alles machen kann oder was er genau machen muss und so weiter. Er kann jetzt nur Behandlungen machen, die wirklich dringend sind und halt nicht warten können. Und der Arzt hat uns bestätigt, dass es halt nicht warten kann. Ansonsten könnte das immer schlimmer werden. Deswegen bekommt er jetzt seinen 3D-Scan und danach wissen wir auf jeden Fall mehr. Dann geht es nochmal zurück zum Arzt, um nochmal ein weiteres Gespräch mit dem Arzt zu führen und zu schauen, wie dann halt die weitere Behandlung aussieht. Oh, it's so weird, that's the feeling. Yeah, for sure. If you don't feel anything, then I don't do anything. Ich bin super zufrieden mit dem Arzt. Ich fühle mich super gut aufgehoben. Es hat sich sogar besser angefühlt als in Deutschland. Ich habe eigentlich eine gute Ärztin in Deutschland, aber der hat sich irgendwie extra Mühe gegeben. Und ich denke, wir waren jetzt 2 Stunden hier mit der kompletten Beratung und Behandlung. Also es war extrem gut.
ich bin jetzt raus. Die ganze Behandlung, alles was ihr jetzt gesehen habt, hat 1,7 Millionen gekostet. Das sind 113 Euro und ich zeige euch eben, wie das von außen aussieht. Also es ist einfach in so einem Gebäude, wo man es überhaupt nicht erwarten würde. Und es heißt Via Dental Center. Und es waren 2 Stunden Behandlung. Überleg mal, das ist ja nicht mal möglich in Deutschland, 2 Stunden lang einen Arzt zu mieten für 113 Euro plus Behandlung, plus Füllung. Plus den X-Ray, das ist so ein 3D-X-Ray gewesen. Von daher sehen wir uns jetzt wieder, wenn ich den ganzen Belege eingereicht habe und dann wir von der Versicherung Young Traveler eine Response haben, also eine Antwort. Deswegen bis gleich. Und das Ganze ist jetzt 1 Sekunde für euch später. Für mich ist es 1 Tag später und ich sitze hier am Pool und habe die E-Mail bekommen, dass die Kosten erstattet wurden. Was wurde gemacht? Ich habe eine Füllung bekommen. Der Zahn musste geröntgt werden, weil da irgendwie Verdacht darauf bestand, dass der gesplittet ist. Und halt die Zahnarztkosten, also dass er dafür war. Und wie ihr gesehen habt, war das Ganze eine richtig gute Erfahrung. Auf jeden Fall top ausgebildete Ärzte. Wir verlinken euch alle Links unten in der Videobeschreibung, also wo, welcher Arzt das hier auf Bali war, welche Versicherungen wir haben, wo ihr die abschließen könnt. Und wirklich Leute, überlegt euch das gut mit der Versicherung. Es muss nur einmal was passieren. Unser Kumpel lag tatsächlich schon 3-mal im Krankenhaus insgesamt über diese Weltreise, wo er ist. Und er hat viel Geld damit gespart, denn so ein Krankenaufenthalt, der kostet auch mal schnell 10.000 Euro im Ausland für eine Woche, für ein paar Tage. Deswegen überlegt es euch sehr gut. Was muss ich sagen? Es war super einfach, das Ganze einzureichen. Ich habe es direkt an dem gleichen Tag gemacht, wo ich beim Arzt war. Ihr habt natürlich Zeit. Ich glaube, ihr habt Zeit, die Belege zu sammeln, bis ihr von der Reise zurückkommt. Aber ich würde es einfach direkt machen, weil ihr geht in Vorkasse. Ich bin super zufrieden. Das ist jetzt der 2. Schadensfall, den wir hatten. Einmal war ja Lara beim Arzt, jetzt war ich beim Zahnarzt. Und wir haben einfach einen kühlen Kopf. Wir wissen, wir sind gut versichert. Wenn mal was ist, können wir zum Arzt gehen. Vorher haben wir uns mal ein bisschen gegen gesträubt und so, zum Arzt gehen im Ausland, wie funktioniert denn das? Funktioniert ganz einfach, Leute. Zum Arzt gehen, Vorkasse bezahlen, einreichen, Geld zurückbekommen. Und that's it. Und wenn ihr zum Krankenhaus müsst, dann müsst ihr bei der Young Travelers vorher anrufen. Die verständigen sich dann mit dem Krankenhaus und dann regeln die alles hinter den Kulissen für euch und ihr müsst nichts machen. Also Leute, vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben, abonniert den Kanal. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bye bye. Machen wir wieder einen fancy Vlog. Wir geben immer 110%. Au. You okay? Tut mir mein Po so weh. Ich wollte doch auch das sagen. Ja. Du machst das jedes Mal, du lässt mich nicht 1 Sekunde reden.